Prost. Ready Player One. Mumi trinkt jetzt Energy. Wetterbericht. Morgen wird es ein ganzer Clan sonnig sein. Okay, Wahrsager. Ist heute nicht das Eierfest? Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jeden erstes Glück zu bescheren. Leben vom Land. Ja, bei mir auch. Es ist Lachsbärenzeit. Im ganzen Land sind Büsche. Lachsbärenzeit. Voll gut. Die bringen uns Geld. Aber nochmal. Oh, wir müssen heute. Ich hab Kekse gekriegt. Nee, das war jetzt Felix, ich bin das nicht. Felix hat Kekse gekriegt. Das packe ich mal hier rein. Also ich pack mal das Werkzeug von dem von uns hier in die andere Kiste, ja. Also hier rüber. Schauen wir schon. Ja. Ich kann den Umweg über die Stadt machen und kann euch sagen, ob es Eierfest ist. Eierfest. Nee, dann kommen wir automatisch dahin, wenn du da reingehst. Nee, dann müssen wir auf dich warten, musst du auf uns warten. Oder so, ja. Oh, ich habe schon wieder 500 gekriegt von Papa. Du bist so ein teures Etwas. Was noch? Robin, Steine auf dem Hof, das hatten wir schon. Was, Robin? Ich krieg wieder Kekse. Ich krieg halt immer Kekse. Ja, ich krieg auch genug Kekse. Und wir können jetzt Hüte kaufen. Hallo mein Liebling, ich weiß gerade mit dem Gärtnern angefangen, also deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in der Jahreszeit. Ja, okay. Das habe ich schon übersprungen, weil das so banal war. Was denn da? Nee, ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich tun soll. Ja, wir können ja mal richtig. Aber wir könnten mal ernten. Willst du nicht aufs Eierfest? Das fängt doch erst im Neuen an, wenn es denn überhaupt ist heute. Müsste aber heute sein. Das Hutkätzchen kam ja heute auch. Ja, so. Aber beim Eierfest regnet es doch in der Regel nicht. Weiß ich nicht, ob es da regnen kann. Jetzt haben wir hier die Tulpen und so. Ja, Tulpen können wir ein paar aufheben. Ich habe sogar eine Silbertulpe, eine gelbe Silbertulpe. Ich habe eine goldene. Sind die Farben wichtig? Die sind nur wichtig bei den Special Events, aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr, welche Tulpen, welche Dinger wichtig sind und welche nicht. Also kann ich die Tulpen, die ich habe, komplett verkaufen, ja? Weil hier liegt eigentlich schon genug drin. Und Kartoffeln haben wir auch schon genug. Wir brauchen Geld. Wir brauchen wirklich, wirklich Geld. Oh, ich habe sogar eine rote Tulpe. Ja, oh, scheiß drauf. Haben wir schon Kupferbachen? Ja, irgendwie 12 Stück oder so schon. Dann lass uns mal Bäume pflanzen. Ich kann ja einfach mal kurz Minen gehen und die am eine. Nee, wir müssen zum Eierfest, wenn das heute ist. Ich gehe mal gucken. Ja, gut, dann geh doch über die Stadt zum Eierfest, zum Minen und dann sehen wir ja, ob. Ja, wollte ich ja machen. Aber wenn das Eierfest vorbei ist, ist 22 Uhr. Ja, und? Aber es ist kein Eierfest. Ja, dann. Und da gehe ich nämlich Minen und das, was ich jetzt finde, tun wir dann mal verticken. Also, ihr nehmt mich. Da fange ich nämlich nochmal in der 20 an und kann mich wieder hocharbeiten. Da finde ich bestimmt wieder ein paar Amethystisten. Hey, wir haben das Eierfest doch schon durch, ihr Scherzkekse. Echt? Nee. Wir haben den 15. und am 13. war das Eierfest. Stimmt. Das nächste ist am 24. der Blumentanz. Ja, und Pams Geburtstag am 18. Warum waren wir nicht beim Eierfest? Ja, haben wir wohl verpennt. Warum waren wir nicht beim Eierfest? Es gibt übrigens wieder eine Schleimquest. Das ist doch scheiße, ist das. Scheiße ist, dass du dein Schwert verkauft hast. Jetzt auch noch gemein werden. Ich schon leiden. Ich mag das Eierfest. Und irgendjemand verprasst unser ganzes Geld. Nein, ich habe jetzt nur so viel gekauft, dass ich noch meine Angelrute kaufen kann. Dann gehe ich wieder angeln, weil heute habe ich auch noch Glück und es regnet. Geil. Toll. Ich kann ja dann wieder die Mülltonnen durchsuchen. Ich habe heute auch meine Fische von gestern verkauft. Wir kriegen heute auch noch Fischgeld, also ganz entspannt. Fischgeld. Geil. Ich werde jetzt mal hier noch so ein paar Zapfhähne anbringen. Also bitte die Bäume, passt ein bisschen auf, wenn ihr die Bäume abpackt, dass ihr den Zapfhahn wieder einsammelt. Nach den Kräutern gucken, wenn die rote Beeren dran haben, könnt ihr die abernten. Ne? Die kann man nämlich auch essen. So. Die Lachsbeeren. Verlorenes Buch. Das haben wir vorhin schon gesagt, dass es Lachsbeeren gibt. Ja. Auster, Miesmuschel. 25 erstmal. Ups. Hallo. Oh, Bambusstange. Kekse. Ich würde vielleicht doch lieber auf die Ich glaube, ich würde doch lieber direkt auf die Fiberglasangeln für 1800 sparen, weil die kann dann noch Köder benutzen. Das kann die Bambusstange noch nicht. Dann kauf dir mal noch ein paar schöne Sachen. Dann muss ich noch. Ja, bin ich auf dem Weg. Heute ist gut zum Pflanzen, weil man nicht extra gießen muss. Bin ich gleich auf dem Weg.
Ich gehe nur noch kurz den Strand ab, ob hier noch Treibgut ist. Vielleicht habe ich ja jetzt mal den Mann, der hier rumständert. Alles, was ich jetzt hier finde, tue ich in... Guck mal, jetzt ist er bei mir nämlich da, der Typ, den du letztens meintest. Alter Simon, ich habe diese alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Wir haben keinerlei Bäume mehr bei uns, das ist scheiße, jetzt habe ich ganz dann pflanzt doch welche. Geh doch einfach ein weiter nach unten. Nee, nee. Abernten. Ja, geht doch. So gar nicht, ich möchte Dings anpflanzen. Dings? Zapfhähne. Für Ahorn-Zeugs, Sirup-Zeugs. Ja, oder die, Harz die produzieren oder sowas. Ja dann alle ganz munter, ohne dass man irgendwas tun muss. Und das ist schon ganz nett zum Geld verdienen. Ich habe einen Goldenstern-Seeigel gefunden. Nicht gefangen. Na gut, 3 Stück habe ich angebracht. Muss mal halt. Wie viele wolltest du denn anbringen? 200? 4. Ja, da hast du es doch was geschafft. So. So. Kommst du jetzt bald mit Saatgut oder wie ist es? Bin auf dem Weg. Soll ich dir helfen? Nö. Das lohnt sich auch nicht mehr für die Mine eigentlich. Ich kannst Mine? Angeln gehen, wenn du willst. Bin schon dabei. Du hast ja gesagt, wir müssen die Fische fangen und so. Warte mal, du hast gesagt, es gibt auch eine neue Quest, ne? Es gibt eine Schleimjäger-Quest, ja. Oh, dann gehe ich doch nochmal in die Mine. Die bringen nämlich gut Geld. Bei mir 360. Gut Geld? Für unsere Verhältnisse momentan? Jetzt tu mal nicht so, als wären wir arm, ja? Alles, was ich jetzt finde, werde ich in die Truhe hauen. Du musst denn die Quest annehmen. So. Die Quest annehmen und dann Schleim erledigen, also komm mal wieder aus der Mine raus. Hm, was? Das kann ich nächstes Mal immer noch machen. Nee, die Quest ist nur ein Tag. Oder dann nimm sie... Du kannst sie auch heute Abend annehmen und morgen erfüllen, oder? Ja. Das hängt nicht. Aber morgen halt nicht mehr. Du musst also heute Abend auf jeden Fall nochmal vorbei. Du, das bringt uns... Eigentlich sollten wir das alle 3 machen, weil das bringt uns dann halt einfach mal 3x 360. Ja, ich glaube, die variieren ein bisschen in der Anzahl und der Belohnung. Das ist ja vollkommen egal, bei mir sind es auch 360. Das sind dann schon 720 und für 3 Leute sind wir bei 1080. Das ist wirklich viel Geld. Dafür, dass wir einfach nur so billige 10 Slimies töten müssen. Aber jeder muss 10 Slimes töten. Ja, wow. Wenn ich jetzt rauskomme, reicht es mir, um in die Mine zurückzurennen. Mache ich jetzt immer durch. Und wo soll das hängen? Dann Zwergwelz. Oder was? Ja, am schwarzen Brett. Ich habe einen Zwergwelz gefangen. Den hat man auch noch nicht, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Guck mal, die Fischtruhe. Ich blicke nicht mehr durch, weil wir einen neuen Spielstand haben. Spielstand? Die Fischtruhe ist die blaue Truhe. Warum ist denn eigentlich bei mir die Musik immer nicht da? Ist doch doof. Klick's eigentlich an. Komisch. Die Musik ist immer nur ab und an. Ja. Bisschen merkwürdig. Je nachdem, ob auch Gegner da sind und so ein Spaß. Okay, das ist ja ein spannender Angelvorgang gerade. Ich musste nichts drücken. Der Fisch ist komplett unten geblieben. Bei allen Karpfen. Das ist so das Carpador von Stardew Valley. Carpador macht Platscher. Das wäre ein schöner Slogan für ein nächstes Video. Wo haben wir eigentlich Hartholz her? Hat irgendjemand schon das upgegradet, dass er hier die Baumstümpfe wegmachen kann? Nein, Dungeon. Achso. Hier ist es aber schon ganz schön duster in der Dungeon, ne? Und ich habe nicht mal ein gutes Schwert. Stimmt, das wollte ich eigentlich heute holen. Ach, sorry. Kein Problem. Bist du noch nicht auch noch in der Dungeon, Felix? Ich? Ja, aber ich bin in der 25 reingegangen. Warum? Ja, damit ich ein paar wertvolle Materialien finde. Die sind aber unten wertvoller. Je ja, aber runter gehst, desto wertvoller, ja. Aber wir haben vor uns, glaube ich, 4 Amethystisten. Amethysten. Amethysten, ich werde mir nochmal die Zunge brechen. Wenn du weiter so komische Worte aussprechen willst, ja, die nicht richtig existieren. Lilanstein. Besser? Nicht so richtig. Hm, fast schon gedacht. Slimies, wenn du könntest mir mal sagen, wo Slimies sind. Ab der 25, ich habe bis jetzt schon mindestens 20 von den Teilen gesehen. Ja, super. Heute Abend auf unserem Hof. Ja, stimmt. Voll gut. Das Einfachste. Du hättest eigentlich die Quest annehmen können, auf dem Hof bleiben. Ja,
Ja, aber da hätte ich warten müssen. In der Zeit kann ich ja noch irgendwas Sinnvolles machen. Wie zum Beispiel meine Energie verbraten. Ja. Hab ich auch gerade getan. Ein bisschen Energie verbraucht. Deswegen trinke ich jetzt eine Joja-Cola. Dann ist alles wieder gut. Aber den blöden Konzern nicht haben wollen, ja? Die habe ich geangelt, den Mist. Ich habe sie nicht gekauft. Ja, aber du trinkst sie trotzdem. Voll die Verräterin. Joja-Cola saufen kurz vorm Abend. Du wirst nie wieder einschlafen können. Und dann meckerst du rum. Natürlich soll sie die dann wegschmeißen. Toll, 10.000 Fledermäuse, aber kein Slime. Das Spiel will mich doch verarschen. Das Spiel hatte ich gern. Ich will zumindest noch eine Ebene tiefer kommen, weil dann haben wir 35. Ja, 35. Oh Gott. Okay, ich kann jetzt noch 10 mal zuhauen. Warum nimmst du denn nie was zu essen mit? Hat sie doch schon Joja-Cola getrunken. Ach so, ja. Ich habe aber noch 4 Stück dabei, aber ich hoffe ja, dass ich vorher einfach runterkomme und sie nicht mehr verschwenden muss. So, Auftrag angenommen. Aber du musst, glaube ich, den Auftrag annehmen und dann halt die Slimes aufsammeln. Hm? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Dass die Slimes, die du vorher gesammelt hast, zählen nicht. Ich glaube, du kannst sie aber morgen auch noch machen. Werden wir sehen. Okay, 14, perfekt. So. Ich habe noch einen Geoden gefunden, einen Topaz. Kann man den eigentlich weiterverwenden? Kannst du auf jeden Fall verschenken, im Zweifel. Ja. Wir können sie auch verzichten. Wir bringen aber auch gut Geld. Ich tue jetzt den Topaz rein, den habe ich gefarmt. Scheiß drauf. Was machst du jetzt mit dem? Ich habe den in die Truhe getan. Ach so. Ich habe ja auch gesagt, das, was ich heute farme, das kommt in die Kiste. Hatte ich aus. Heilige Monster, ja, 2 Tage hat man Zeit dafür. Oh, und ich brauche nur 6 grüne Schleime. Waren bei mir auch nur 6, ich habe nicht gesagt, wie viele ich brauchte. Ach so, ich bin automatisch von 10 ausgegangen. Und morgen knacke ich mal die Geoden. Ach, Steine waren ja Baumaterial. Es müssen ja auch 10 grüne sein, das heißt, ich hätte gar nicht so tief in die Mine gemusst, weil da kommen nämlich dann schwarze. Ja. Da ist ein grüner. Komm her, grüner Slime. Sei mein Gast. Sterb. Stirb, grüner Schleim. Kaulbarsch, 51 cm. Inventar voll. Dann bringe ich jetzt erstmal was zurück und dann töte ich hier noch ein bisschen was. Mit meinem rostigen alten Schwert. Ja, komm, ne? Blaubarsch. Nochmal einen riesen Blaubarsch gefangen hier. Gemischte Saat habe ich aufgenommen. Kann ich die noch aussehen, oder? Ja, ja. Klar, musst du ja nicht gießen. Da konnten wir ja auch gar keine Erdbeeren kaufen. Ja. Haben wir verpennt. Ach, ist das alles scheiße. Ein richtig guter Tag. Ach, ich werde jetzt noch die nächsten 3 Tage rumweinen wegen dem blöden Fest. Haben wir halt zu schnell gespielt. Ist halt niemand in die Stadt gegangen an dem Tag. War wahrscheinlich Mittwoch oder so. Felix war wieder in der Mine. Wo ist denn hier was? Deswegen können wir auch Hüte kaufen. Das kommt nämlich erst nach dem Fest. Ich habe aus Versehen eine Fackel gesammelt unten in der Mine. Jetzt steht sie da und sieht schön aus. Guck. Hast du mein Zeug eingesammelt? Keine Ahnung, was für ein Zeug. Ist das schon weg, der Slime? Kann mal hier jemand noch was hinsetzen, so, damit ich was setzen kann? Hat jemand so vielleicht eine Hacke gerade dabei? Ja, warte. Na ja. So, ich hab schon gesetzt. Mach doch nicht so weit hoch, ich muss ja noch aus meinem Haus kommen. Oh, hey, mein musst du nicht. So dick bist du nicht. Stimmt. So, ich hab's rechtzeitig ins Bett geschafft und ihr so? Ja, ich bin noch 1:30 Uhr, passt doch. Am Rumlatschen. Ich habe eh noch halb volle Energie, weil Angel hat wirklich wenig Energie verbraucht. Und ich habe einfach genug gegessen. So. Loop. Kampfstufe 1. Ich kann selber einen Ring herstellen. Spitzhacken-Effektivität +1. Treppen. Kann ich machen. Guck mal, wir haben gut Geld eingenommen heute.